Wir wollen ein bisschen OER-Geschichte, eher Geschichtsforschung betreiben, indem wir schauen, wie genau das damals war, als das erste OER-gewidmete Forschungsprojekt in Europa startete. Das war 2007. Das Projekt hieß OLCOS und jetzt muss ich anfangen vorzulesen. Erstmal, wofür OLCOS stand. Das Open E-Learning Content Observatory Services Projekt OLCOS. Damals finanziert von der Europäischen Kommission, als man sich mit E-Learning zu beschäftigen begann. Es gab ein Projektkonsortium mit sechs Partnern. Das war die Fernuniversität in Hagen. Markus Daimann wird uns gleich da ein paar mehr Einblicke geben, weil er damals beteiligt war. Das European Center for Media Competence in Deutschland. Das European Distance and E-Learning Network aus Ungarn. Dann die Media Maisteri Group aus Finnland, sagt man auf Deutsch, die Open University of Catalonia, Spanien und dann Salzburg, die Salzburg Research Forschungsgesellschaft, die auch die Projektkoordination übernommen hat. Deswegen fangen wir jetzt bei Sandra Schön an, die damals in Salzburg war. Sandra, magst du erzählen, was du da 2007 und 2000 sechs, als das Projekt angefangen hat, müssen genauer aussetzen. Okay, wir haben vorher nachgeguckt, das ist im Dezember 2007 geendet. 2006, am Anfang des Jahres, hat es begonnen. Was hast du dann gemacht und wie bist du zum Projekt gekommen? Genau, ich war damals gar nicht Mitarbeiterin bei der Salzburg Research, sondern ich wurde eingeladen, weil ich schon den ersten Kontakt hatte mit meinen dann späteren Kolleginnen zu einem Kick-Off-Meeting, wo es darum geht, um offene Inhalte. Und das war das OLCOS-Kick-Off-Meeting. Also ich durfte da damals neben Peter Baumgartner sitzen, hatte den großen Spaß, weil ich kannte ihn nur von irgendwelchen Lehrbüchern aus meinem Studium. Und kurze Zeit später, nämlich genau ein halbes Jahr später, habe ich dann angefangen, in Teilzeit für die Salzburg Research zu arbeiten und durfte quasi in OLCOS einsteigen. OLCOS war, wie du gesagt hast, das erste Projekt, das die sich dezidiert mit offenen Bildungsressourcen beschäftigt hat. Es gab noch ein zweites, das hat sich Open Source angeknüpft. Das hieß Bazaar. Also wir waren quasi zwei parallele Projekte, die sich wirklich erstmalig mit dem Thema OER beschäftigen durften. Das Lustige ist natürlich, OER hat damals keiner gesagt. Du bist auch schon über diesen sperrigen Titel gestolpert. Also es gab, ich glaube, es gibt fünf oder sechs verschiedene Varianten von dem, was wir damals bearbeitet haben, von Open Educational Content. Und ich habe jetzt vorhin nachgeschaut, auf der Homepage steht auch Open Educational Resources. Aber tatsächlich fanden wir damals Open Educational Content besser. Offensichtlich, also es kommt häufiger vor, weil es einfach noch überhaupt keinen einheitlichen Begriff für das gab, was wir da uns angeschaut haben. Ja, und kurze Zeit, nachdem ich da angefangen habe, ich war für Tutorials zuständig, habe ich dann Kontakt zu Markus Steinmann bekommen. Ideale Überleitung. Markus, wo warst du und warum? Ich war an der Fernuniversität in Hagen, von dir ja schon angesprochen, der deutsche Partner oder ein deutscher Partner. Und ich war damals wissenschaftlicher Mitarbeiter im Lehrgebiet Mediendidaktik. Es war so das Nachbarlehrgebiet zu dem, was Peter Baumgartner hatte. Und der hat die Fernuni verlassen. Also er hat ja das Projekt mit beantragt, hat dann aber dann die Fernuni verlassen, weil es ihn zurück nach Österreich in seine Heimat gezogen hat. Und dann konnte aus irgendwelchen Gründen das Projekt wohl nicht mitnehmen. Das heißt, es war weiterhin da an der Fernuni. Und dazu kam noch, dass die Projektmitarbeiterin aus bestimmten Gründen auch nicht mehr in dem Projekt arbeiten konnte. Das heißt, es war verwaist, das Projekt. Das war dann zum Jahreswechsel 2006, 2007. Ich habe dann irgendwann eine E-Mail bekommen, dass es hieß, da gibt es ein Projekt, ob ich Lust hätte und ich könnte dann darauf arbeiten. Und bin dann also wie die Jungfrau zum Kinde zu diesem ganzen Thema gekommen, ab Januar 2007. Was habt ihr in dem Projekt gemacht? Also was wir gemacht haben, wir hatten den Auftrag, ein Observatory zu machen, also quasi mal zu schauen, was es eigentlich gibt. Also von diesen sogenannten Open Educational Content Geschichten, die ja eben noch keinen eindeutigen Namen hatten. Und im Speziellen in Bezug auf E-Learning. Also es war schon irgendwie so, die Idee war damals zumindest naheliegenderweise, alles, was online ist, hat irgendwas mit E-Learning zu tun. Und welchen Zusammenhang gibt es da? Es gibt zwei große Ergebnisse. Und das Schöne ist, beides ist immer noch online zugänglich. Also das eine ist ein mehrsprachiges Tutorial für Einsteigerinnen zum Thema Open Educational
Content, Digital Content, glaube ich. Und es ist auf der Plattform Wiki Educator, also der neuseeländischen OER-Plattform. Also damals auch habe ich einem damals, glaube ich, auch, glaube ich, reichlich unbekannten Mitarbeiter. Also ich hoffe, ich sage jetzt da nichts Falsches, aber Wayne McIntosh, glaube ich, war eine kleine Nummer damals. Er hat damals die Idee gehabt, ein Wiki-System aufzubauen für frei zugängliche Bildungsinhalte. Also behaupte ich jetzt einfach mal, es ist schon ein bisschen länger her, vielleicht. Vielleicht war er damals auch schon sehr renommiert, das glaube ich allerdings nicht. Die Tutorials gibt es immer noch in allen Sprachen. Also es ist natürlich ein bisschen schade, weil eigentlich sollten die ja schon vielfältig adaptiert und überarbeitet worden sein. Das ist nicht passiert. Also wir sehen sie eigentlich noch in dem Zustand, wie sie damals waren, aber sie gibt es noch. Und das zweite große Ergebnis war eine sogenannte AUKUS Roadmap. Das war eigentlich die Idee, damals darüber zu schreiben, was in den nächsten 10 Jahren passiert, Initiativen oder Dinge passieren müssen, dass OER sich quasi durchsetzt, was Rahmenbedingungen von OER sind. Und wie soll ich sagen, ich habe es mir jetzt auch gerade anlässlich des Gesprächs nochmal aufgemacht, das ist eigentlich ganz, ganz fantastisch zu sehen, dass die gleichen Argumente für OER hier genannt werden, die gleichen Bezugsrahmenbedingungen genannt werden, insbesondere auf Open Educational Practices. Also hier wird schon im Titel bezogen darauf, dass OER das Pendant ist zu Open Educational Practices, dass das eine oder das andere keinen Sinn macht. Und das sind einfach Dinge, wo ich, was ganz spannend ist, ich erlebe es immer wieder, das Gleiche zu lesen in neuen OER-Initiativen, also man bearbeitet so OER und kommt dann auch doch sehr ähnliche Schlussfolgerungen. Ja, und diese zwei Ergebnisse gibt es noch. Also die Tutorials, wie auch die Roadmap gibt es zum Nachlesen. Die Roadmap wird vielfältig zitiert. Sie wurde von Guntram Geser, meinem Kollegen, damals geschrieben. Also ich habe damit gar nichts zu tun. Es wurde praktisch parallel entwickelt. Ich habe den Auftrag gehabt und da haben Markus und ich, glaube ich, sehr viel zusammengearbeitet, die Tutorials zu schreiben in Deutsch. Ich glaube, Markus, du hast sie damals auf Englisch übersetzt, wenn ich nicht ganz daneben bin. Und die Kollegin haben es auch Spanisch übersetzt, also in 3 Sprachen. Finnisch bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher, wahrscheinlich auch, konnte ich wahrscheinlich nie lesen, falls es die gibt, gibt es auch noch. Aber wie gesagt, man sieht auch noch, dass es schon eine andere Nummer damals war. Es werden ganz andere Lizenzen genannt, es werden andere Suchstrategietipps gegeben, als wir das heute machen würden, wenn wir eine OER-Einführung schreiben. Markus, kannst du dich noch an die konkrete Zusammenarbeit erinnern? Ich meine, auch da stelle ich mir vor, dass das 2006, 2007 ohne Zoom-Meetings und Google Docs funktionieren musste. Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, genau was Sandra gesagt hat, die Arbeit an den Tutorials und wie ich damals so mit Screencasting-Tools experimentiert habe, weil da ging es auch wirklich darum, den Leuten ganz hands-on Anleitung zu geben, wie finde ich, wie suche ich dieses OER und genau, es gab auch verschiedene Begriffe mit Open Content oder Educational Content und habe da auch viel rumgebastelt mit den Werkzeugen. Und auf eins wollte ich auch nochmal hin, weil das kam mir jetzt auch nochmal, was Sandra gesagt hat, mit diesem Report. Also ich fand den damals schon wirklich genial, weil der, also für mich war das totaler Augenöffner. Ich habe auch eine Weile gebraucht, um überhaupt mich in diesen Diskurs reinzudenken, weil als ich das gelesen habe, da gab es ja damals, glaube ich, eine Draft-Version und da hieß es ja, guck dir das mal an, damit du überhaupt weißt, wo du da arbeitest. Und dann wurde halt so eine ganz neue Landschaft für mich aufgemacht. Ich kam halt aus diesem Instructional Design, Mediendidaktik, was ja auch so seine eigene Ideologie hat und finde ich auch mal zum Teil sehr eng ist. Und dann ist es auf einmal was völlig Neues aufgegangen und da habe ich auch ziemlich lange gebraucht, um da mich reinzudenken, aber genau dann ist es so, dass die damals wirklich schon ganz fantastisch den ganzen Diskurs auch adressiert haben mit auch der Einflughöhe, dass es dann um Wissensgesellschaft und um Shift geht und gerade so diese Transformation, von der wir auch immer reden, ne? Du, Jöran, schreibst ja auch dauernd dazu, ne? Zu Transformation von Schule und dass es dazu eben auch ein verändertes Mindset oder einen Kulturwandel braucht. Genau das war damals in diesem Report schon drin. Und ist das jetzt traurig oder ermutigend? Also es ist ein bisschen, manchmal ist es ein bisschen ermüdend, wieder zu lesen, dass jemand drauf kommt, was wirklich Challenges sind, von OER durchzusetzen oder wie es sinnvoll genutzt werden kann. Manchmal ist es ein bisschen traurig, muss ich sagen.
Ich habe das Gefühl, ja, jeder macht die gleiche Lernkurve, aber das kennen wir ja auch, dass jeder auch die gleiche Lernkurve macht, was die Lizenzen angeht, dass man am Anfang schon noch denkt, man müsste irgendwas für sich behalten und auf einmal traut man sich ganz frei und irgendwann fängt man an, Public Domain draufzukleben, weil es eigentlich egal ist, Hauptsache die Sachen sind unterm Volk. Also diese Lernkurven machen, glaube ich, alle, die sich mit OER beschäftigen, immer wieder durch. Was es vielleicht noch gibt, was sich wirklich geändert hat, also wenn ich mir überlege, was damals halt das die große Geschichte war, also was ich schon seit 5, 6 Jahren deutlich anders mache, ich führe OER anders ein. Ich lege jetzt sehr viel mehr Wert auf urheberrechtliche Schwierigkeiten, für die OER eine Lösung ist. Wurde damals natürlich auch thematisiert, aber diese Lizenzgeschichten, die Materialien, die lizenziert waren, haben noch nicht so die große Rolle gespielt. Also damals ging es tatsächlich auch noch um Materialien, die frei zugänglich sind. Wir haben zwar damals schon thematisiert, freie Lizenzen und so weiter sind wichtig, aber das war ja dadurch, dass, also Creative Commons gab es in Österreich, in Deutschland gab es noch gar keine Niederlassung dafür, keine Section, die dafür irgendwie beauftragt gewesen wäre. Es gab tatsächlich, also bei den Lizenzen, wir reden damals, also wir haben von Open-Source-Lizenzen damals gesprochen, wenn wir von offenen Lizenzen gesprochen haben, die ja gar nicht irgendwie richtig anwendbar waren auf Content und auch kaum eingesetzt wurden. Also das war alles ein bisschen anders und diese urheberrechtlichen Schwierigkeiten, das ist jetzt der Aufhänger, wie ich es jetzt vor allem im Hochschulbereich immer einführe, der damals auch genannt wird, aber glaube ich jetzt in der Außendarstellung und Wahrnehmung anders war. Damals ging es darum, deutlich die Welt zu verbessern und zwar auch mit offenen Lernsettings und Öffnung von Gesellschaft und Durchlässigkeit und Transparenz und Kollaboration und was uns allen dazu einfällt. Aber jetzt, zumindest ich persönlich, fange jetzt oft an mit urheberrechtlichen Einschränkungen, wo OER eine Lösung ist. Das hat sich geändert. Genau. Ich habe dazu noch ein anekdotisches Ereignis. Ich war dann weil ja ein Teil des Projekts Dissemination, also das ist ja immer bei EU-Projekten, ne? Dissemination, Verbreitung. Da war ich dann bei der LearnTech, das war dann wohl auch schon 2007 oder so, oder ich glaube 2008, und stand dann am Fan-Uni-Stand und habe versucht, die Flyer und die Roadmap von Olkos unter das Volk zu bringen. Ne? Und da war halt gefühlt null Interesse. Also ich glaube, ich habe drei Gespräche geführt in 3 Tagen, ne? Weil die waren halt damals mit ganz anderen Themen unterwegs. Ne? Das ist ja genau, was du angesprochen hast, Sandra, mit Weltverbesserung und so und Anschlussfähigkeit an Kommunikation. Ne? Damals ging es halt um E-Learning und um, was weiß ich, Standards oder Autorensysteme oder keine Ahnung. Aber so dieses wirklich mal E-Learning oder Technologien als transformative Kraft zu begreifen und um Dinge zu verändern, war damals kein Thema. Ne? Also in der Fernuni stand, wollten natürlich alle wissen, wie schreibe ich mich ein, was für Kurse gibt es und so weiter. Und ich stand dann ziemlich verloren nebendran und habe dann so einen Stapel oder Kartons mit dieser Roadmap dabei gehabt und habe versucht, die Leuten also unter das Volk zu bringen, diese Roadmap. Jetzt kommen wir zu dem, was in den Geschichtseinträgen, in Wikipedia-Artikeln dann unter Trivia steht. Seid ihr eigentlich nach Spanien, Ungarn, Finnland gereist für Treffen? Ja, das war damals ja noch möglich, also anders als 2020 dieses Jahr. Ja, und ich erinnere mich sehr gerne dran. Wir waren unter anderem auf der Open Knowledge Konferenz in Finnland, hatten da unser Meeting parallel. Ja, das war damals alles noch ein bisschen anders. Turku oder wie das hieß, das war da irgendwas mit T, oder? Tartu oder Turku oder Turku? Gute Frage, wie hieß die Stadt? Damals gab es noch einen Handyhersteller, den es jetzt praktisch nicht mehr gibt. Der war da. Also ich bin mit Kollegen mitgefahren im Auto, die mich einsteigen ließen, weil damals kein Bus von diesem kleinen... Ach, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Ich weiß es nicht mehr. Mit T, du hast völlig recht, die kleine Stadt. Ja, wir sind an diesem, genau, das haben die damals erzählt, da kann ich mich auch noch erinnern. Das war Tartu oder Turtu oder Turku oder so. Ja. Und es gab ein Oktoberfest und ja, ich habe Markus Daimann getanzt, falls du darauf abzielst. Das habe ich nicht gefragt, aber ich nehme die Antwort gerne mit. Ja. Beim Oktoberfest in Finnland. Volker, es gab in einem finnischen Lokal ein Oktoberfest tatsächlich und wir haben uns den Spaß nicht nehmen lassen und haben dazu eine Polka getanzt. Ich glaube, es war eine Polka, Markus. Oh, ich kann mich nur, wo wir bei irgendeiner Konferenz einmal waren und danach nur so eine Kneipentour gemacht haben. Oder es war eine andere Stadt, es war Wieland. Vielleicht sollten wir jetzt aufhören, darüber zu sprechen. Ja. Gibt es irgendwas, was ihr noch in das Geschichtsbuch zur OER mit reinschreiben würdet an dieser Stelle? Ich bin recht glücklich, dass wir damals auch über Open Educational Resources gesprochen hätten, weil sonst wird es uns so gehen wie anderen Initiativen, die aus den Geschichtsbüchern gefallen sind, weil sie
nicht das Glück hatten, auch diesen Begriff irgendwo zu erwähnen, wie beispielsweise die Stuttgarter Initiative zur Open Content, die auch sehr früh sich um das Thema gekümmert hat, aber irgendwie halt verloren geht, weil man es nicht findet, wenn man es googelt. Und da haben wir ein bisschen Glück gehabt, sage ich, dass das quasi auch irgendwo draufsteht, weil dadurch hat Olkos auch den Platz eingenommen. Ich glaube, dass den Olkos verdient. Also die Kollegin bei der Salzburg Research, der Guntram Gesa mit seiner Roadmap, der hat da, glaube ich, wirklich einen verdienten Meilenstein geschlagen. Auch mit der Abschlusskonferenz, die in Salzburg stattgefunden hat, die ja wirklich eigentlich die erste europäische Konferenz zu diesem Thema war. Ich nutze das auch nochmal, um zu hervorzuheben, dass es wirklich eine sehr seltene Situation ist, dass diese Inhalte noch da sind von 2006, 2007. Und ich an der Stelle immer dankbar bin, beziehungsweise umgekehrt immer laut fluche, wenn die Sachen einfach gelöscht werden. Das kostet ja nun nicht so viel Aufwand, das irgendwie noch online zu halten, aber das ist tatsächlich irgendwas, was von vor 14 Jahren, was da entstanden ist, jetzt noch online ist, ist ja tatsächlich die große Ausnahme. Und Genau. insofern Ich vielleicht. habe da auch noch eine Anekdote. Also ich habe danach, also als das Projekt aufgehört hat, dann war ja noch nichts mit OER. Dann gab es noch ein weiteres EU-Projekt, wo ich gearbeitet habe. Es hieß Innovative OER in European Higher Education. Und da sind die Inhalte, glaube ich, nicht mehr da. Also da war es dann so, dass du dann irgendwelche Reports schreiben musst. Du hast dann die Arbeitspakete geleitet. Und da lief das, also da war das bei Olkos im Vergleich schon sehr viel praktischer und ja, hands-on und also auf zwei Ebenen. Einmal diese Tutorials und dann dieser Report. Da stimme ich Sandra total zu, das ist wirklich ein Meilenstein. Und das hat man dann bei diesem anderen Projekt nicht so. Also da ging es immer um Widening Participation und auch um Dissemination, aber das war der Output oder der Impact war nicht so hoch. Und erinnert ihr euch noch, wann das erste Mal jemand kam und sagte, es muss aber einen deutschen Begriff dafür geben? Gute Frage. Weil das ist ja gefühlt das, was ich auch sagen würde, das macht jede Generation nochmal neu durch, diese Debatte. Ja, das stimmt. Genau. Also ich habe ja dann auch irgendwann mich ergeben, weil ich fand jetzt ja Open Educational Resources nicht sehr glücklich, muss ich sagen. Ich fand tatsächlich, jetzt muss ich aufpassen, Open Educational Digital, ich weiß es gar nicht mehr. Na, ich weiß es gar nicht mehr, was mein Favorit war. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich habe mich dann einfach dem ergeben quasi. Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht. Ich müsste jetzt nachschauen, wie wir es übersetzt haben, also wie die Übersetzung war ins Deutsche. Ich habe das gar nicht so sehr als Bedürfnis gesehen. Also ich hatte auch, es war eigentlich vor allem nur projektintern ein Bedürfnis, weil wir haben zwar gewusst, über was wir sprechen, aber wir hatten keinen einheitlichen Begriff und deshalb haben wir quasi vier oder fünf verschiedene benutzt, das, wenn man sich die Sachen anschaut. Nein, ich erinnere mich nicht daran, dass es noch mehr Diskussion über die deutsche Übersetzung gegeben hätte als über das englische Original. Schön, dann danke ich euch. Wir schließen dieses Kapitel für das Geschichtsbuch und gucken mal auf die nächsten 14 Jahre, in den nächsten Interviews. Danke euch erstmal. Bis bald. Herzlichen Dank, Jörn.